Moin moin ihr Lieben, The Walking Zombie geht weiter, zweiter Teil natürlich. Ich kann die Mission nicht annehmen, ne? Das hatten wir in der letzten, ja, ne, wir haben zu viele Quests in diesem Bereich. Okay, wir machen, nein, wir wollen nichts buhen. Wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt erstmal zum Flughafen, anders geht's nicht. Wir müssen die Quests dort loswerden. Da bin ich da. Wir müssen auch übrigens mal ins alte Gebiet mal wieder zurück, einfach mal zu gucken, was es da so gibt. Hallo, achso, das ist die Mission mit dem Kollegen hier. Macht der auch wenigstens Schaden? Ah, ich schieße nicht. Glaube. Ich spare meine Munition. Ich habe auch wenigstens. Oh Gott, voll wenig Schuss. Kriegt der Schaden von dem? Oder kriegt auch Schaden? Ich bin mal gespannt, wie lange das aushält. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Der hält ja überhaupt nichts aus. Müssen wir ja wirklich alles alleine machen hier. Mach noch platt, Mensch. Oh. Muss mich einfach um den kümmern hier. Wie ein Kleinkind. Chuck, du siehst aus wie hier wie so ein Bär und dann sowas. Kollege, echt. Was machst du denn jetzt? Der ist ja fast tot. Scheiße, die Mission wird echt. Das wird was werden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der überhaupt nichts kann. Shit. Wie treffe ich gar nichts mehr? Oh je, oh je, oh je. Ah. Let's sit down. Let's sit down. I will tell you a story of why Rocket hates me. Vor 5 Jahren. Ich hab das Gewehr nicht mehr in der Hand, ey. Voll scheiße. Have you lost your mind? Don't you know we have an important job to do here? You will attract zombies from the whole city. I will kill everything I attract. So what is the problem? Stop it now. No way. Don't try anything stupid. I'll get a car, and we'll get out of here. There's too many of them. I will come back for you, I swear.
Boah, Schweinehund, ey. Schießt er? Ach, da ist noch einer. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ehrlich nicht auf der Seite vom Chuck, weil warum? Du kannst es ja auch anders klären. Muss ja nicht direkt dem Typen aufs Maul hauen und dann auch noch einschließen oder anschließen oder festketten so. Das ist nicht die feine englische Art. Ist hier nichts irgendwas, was ich hier mitnehmen kann? Ey? Mal so ein Treasure? So große Karten und dann nichts dahinter. So, letzte Ecke gucken wir nochmal hier hinten und dann ab die Post dafür und so. Nix. Scheiße. Nix da. Sich mit jemanden sich um jemanden kümmern hier so im Spiel, das ist schon irgendwie schon anstrengend, weil der gesehen, der ist ja echt lahmarschig. Schießt ja so mit so Shotgun und dann bringt er nichts dabei. Was müssen wir hier finden? Genügend Container mit Gift, achso. Wie die Blume. Oh nein. Okay, alles gut. All gut, all gut. Scheint doch keine Munition mehr. Kann ich mir nicht antun. Weg mit dir. Diese hässlichen laufenden Weiber-Krabbelfiecher. Igitt. So, jetzt aber Ruhe jetzt hier. So, wir machen den hier noch weg, damit wir den Rücken frei haben. Die hier weg. Okay, machen wir hier mal auf die Tür. Da kommen sie alle raus. Ne? Ach, da kommen die um die Ecke. Okay, machen wir die erstmal weg. Wir müssen Munition sparen. Ganz ehrlich, ich habe echt voll wenig Munition. Wird immer weniger. Und wir haben echt immer zu wenig Geld, um irgendwie mehr zu kaufen. Aber wir kriegen ja Munition, seht ihr ja, aber es ist immer zu wenig. Hörst du auf, mich zu beißen? Warum sind die jetzt plötzlich immer so stark? Die Haut habe ich doch vorher immer mit zwei Schlägen immer umgehauen. Manchmal bleiben die voll lange. Du suche die Kommode. Wo ist das? Ich habe hier keine Sprengfässer. Ich muss das echt mit der Hand machen hier alles. Und ich will ja Geld ein bisschen sparen. Für vielleicht das Haus, für den Hauskauf, für die Aufwertung, für die Werkbank und sowas. So, geschafft. Du suche die Kommode. Wieder was. Wie viele Kommoden gibt es denn hier im Haus? Kommen die natürlich, jetzt kommen die gleich, wie viel Schuss habe ich noch? 393. Bombe. So, jetzt kommen nochmal Zombies, ist ja Logo. Die wollen mich ja noch aufhalten. Da ist offen. Warum gehen wir nicht da rein? Erschrocken. Oh fuck. Sind so schon alle tot. Alle verletzt, die Armen. Die armen Zombies. Sind verletzt. Das guckst du doof.
So, das sind sie. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen und mitnehmen. Voll die lange Mission. Was ist hier schon wieder los? Oh. Ich mach dich aber erstmal weg. Nein! Oh, das sind viele Hunde. Aber ich mach euch alle mit der Faust jetzt kaputt. Wenn ich auch mal treffe. So. Das ist doof, es gibt echt keine Sprengfässer hier. Voll doof. Muss ich alles mit der Hand jetzt hier machen, ne? Ich habe gerade gedacht, im Hintergrund, da hinten der Zombie, da wird jemand hinlaufen gerade und mir die Sachen klauen. Also ich gehe mal wenigstens mal hier reingucken. So als kleines Schmankerl hätten sie mir wenigstens einen Tresor hinschmeißen können. Ich kann aber hier in den Flug hier nochmal reingucken. Wir sind jetzt wieder in einem anderen Moment. Nicht von eben. Von eben, wir hatten glaube ich eben ein paar mehr Sprengfässer. Jetzt haben wir hier nur ein einziges gehabt. Ne, keins. Plötzlich auch die Bombe. Eigentlich nur gerade ausschießen, ihr seht das ja. Die sind sowieso alle auf einem Haufen. Da ist noch einer. Die habe ich nicht gesehen. Wie viel waren die denn hier drin? 30 oder was? So. Ich habe immer noch nicht nachgeladen. Ich habe mir das schon gedacht. Sag mal, wie soll ich eigentlich diese riesengroßen Container allein hier schleppen? Kann mir jetzt mal jemand erklären? Was habe ich denn bitte für eine Tasche? Kann ich die auch noch mitnehmen? Mission abgeschlossen. Das war lange. Voll lange im Gegensatz zu den anderen Missionen. So, dann gehe ich jetzt aber wenn dann nochmal direkt nochmal schnell zur Tankstelle. Oh, eine Begegnung. Begegnungen sind immer cool. Vielleicht kriege ich ja wieder so eine Mystery Box mit viel Knie. Ja, Mystery Box. Cool. Die war ja schwer. Vielleicht die Nummer? Nummer. Vielleicht. Als vielleicht ist die irgendwie am Baum irgendwie gekratzt. Also irgendwo wird sie wohl sein. Die Nummer. 5215 könnte. Und das war hier wieder was anderes. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ist irgendwie am Baum gekratzt oder sowas. Oder liegt die einfach nur auf dem Boden? Und dann ich überlege mir wieder viel zu viel. Wie kriege ich die Nummer? Nummer. Liegt hier was? Hä?
du auf einen Stein gekratzt? Du hast nichts, ne? Ganz ehrlich, das will ich. Ich will die aufmachen. Was hast du gesagt? 52. 52, 15. Vielleicht. Also, sag mir jetzt gerade nichts an. Oder sieht man hier irgendwo eine Rechnung? 52, 15. Fehler. Du hast irgendwie das Gefühl, dass irgendein Baum irgendeinen Hinweis hat. Irgendein Zettel vielleicht oder gekratzt irgendwo. Letztes Mal hatten wir ja Steine gehabt, die wir anheben mussten, um den Schlüssel zu finden. Also ist jetzt nicht das Größte drin von Loot, aber ich finde das einfach cool und ich will sowas haben und ich will sowas freischalten oder ich mag diese Mission oder diese kleinen Sachen, wo man ein bisschen rätseln kann. Das ist einfach ganz gut gemacht. Ich suche gerade jetzt irgendwie ein Zettelchen oder so. Gleich mal auf dem Boden, vielleicht steht auch was auf dem Boden geschrieben. Ich glaube, wir suchen hier umsonst. Ich glaube, ich suche einfach irgendwo gerade irgendwie ganz falsch und am Ende. Sag mir nix. Chava. Wakwa. Chava Wakwa. Chava. Wo ich google das mal kurz. Keiner weiß, der Teufel weiß. Chava Wakwa oder so. Wie wird denn das nochmal geschrieben? Chava. Was mit H? Wakwa. Wakwa. Ach, das sind klingonische Nummern. Ah! Ja, ich weiß. Das sind klingonische Nummern. Also, Cha. Versuchen wir mal. Also, Cha. Cha ist 2. Dann Wa ist 1. Und Wak ist 5. Und Wa war ja wieder 1. Was für ein Scheiß. Die klingonischen Nummern. Was habe ich jetzt bekommen? Eine Laserpistole. Ich krieg ein Kind. Wo ist er? Hm?
keine Munition. Was muss man da für Munition denn haben? Eine Laserpistole. Cool. Klingonische Nummern. Zum Glück habe ich das mal gegoogelt. Ist ja voll verrückt. Chava. Okay, es gibt wirklich... Alles klar. Das ist ja mal geil. Gute Idee. Aber voll gut gemacht. Das war echt voll gut. Das hat mich gefällt. Ja, richtig gut gefällt. So. Wir müssen auch scheiße, wir müssen die Munition... wir haben so keine richtige Munition. Wir müssen jetzt immer die richtige Waffe wieder nehmen. Ich hab einen Hund gehört. Ja, jetzt viele zum Bolzen. Ich finde das sei... Oh, es sind voll viele. Voll viele. Voll viele. So, ich muss den Wagen wegfahren hier. Mist. Muss ich wegprügeln. Das Spiel hat einen mal richtig cool belohnt. Ich finde das gut. Ich finde es auch lustig, dass man mal... Ach, einfach mal schnell googeln. Das ist ja kein Problem. Da stand nämlich, da klingt das klingonische Nummern. Es ist doch eine feine Sache, sowas. Voll geil. Wollte ich den auf? Hörst du auf? Was soll ich mal, finde ich das? Solarmodul. Ich will die Säge mitnehmen. So, ach, das. Okay. Ich lege ich kurz aufs Auto, ne? Hm. Ach, cool. Solarmodul aufs Auto legen. La, 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 la. Schon wieder zum Bolzen. Oh, oh, oh. Da legen sich auch was. Genau deswegen. Gibt's hier irgendwo keine Sprengbums-Falle? Nö. Gehe ich eigentlich immer in den Boden rein? Merkt ihr, dass sie immer größer werden? Manchmal, dass sie irgendwie über mir stehen, als ob die größer werden. Kommt ihr zu mir? Ja, ne? Voll ab. Voll groß. Na, ich gehe. Ich habe keinen Bock. Oh. Bin ich voll, sehe ich gerade? Ich bin voll. Ich muss das ganz kurz mal... So. Tschüss, bin weg. So. Was haben wir hier oben noch für eine... Ja, wir machen das trotzdem noch schnell. What the fuck ist denn jetzt los, ey? No, the laser gun! Oh. Ah.
Alter! Habe ich in der Schule gelernt, zum Glück. Oh Gott. Alter, nee, ey. Du fühlst dich unwohl. Nö. Wie kommst du denn darauf jetzt? Aber ich hab die Waffe nicht bekommen, die Lasergun, ne? Ich hab auch jetzt wieder so keinen Platz mehr im Inventar gehabt. Shit! Krasse Sache, ey. Wird immer verrückter, das Spiel. Und auch voll lustig. Das ist echt cool gemacht. So, ihr Lieben. Wir sind wieder zurück in der Stadt. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir werden das in der nächsten Folge alles abgeben. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Und wer weiß, was die mir eingepflanzt haben. Ih, pfui. Coole Sache. Ich bin echt, ich bin begeistert, was das für eine Wendung gerade macht. Das Spiel ist einfach verrückt. Das Klingonisch hat mich ja schon umgehauen, aber das war jetzt noch cooler. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum Dann und Ihnen und Dung und Tschüss.